Shalom und Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um die Gottesknechte bzw. auch um den Gottesknecht geht. Der Untertitel lautet Der große Glaube des Hauptmanns von Kapernaum. Und vielleicht kennen wir ja die Geschichte aus dem Neuen Testament. Als ein Hauptmann Jesus begegnete und dieser Hauptmann hatte so einen großen Glauben, dass selbst Jesus sich verwunderte über diesen Hauptmann. Und als Christen wollen wir natürlich auch einen großen Glauben haben. Deswegen denke ich, können wir diesbezüglich einiges auch von diesem Hauptmann lernen. Wir schauen uns die Geschichte an. Matthäus 8 ab Vers 5, da steht geschrieben, als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Hier sehen wir also, dass Jesus auf jeden Fall mit diesem Hauptmann mitgehen wollte, um ihn eben zu heilen. Aber dieser Mann wusste anscheinend, wer Jesus war oder was Jesus war, denn er sprach ihn mit Herr an und er sagte, du musst nur Herr ein Wort sprechen und mein gelähmter Mann wird, also mein gelähmter Hauptmann, der wird dann wieder gesund werden. Und wir werden gleich sehen, dass dies dann auch geschah und dass Jesus, wie gesagt, sehr verwundert war, als er das hörte. Und wir werden gleich sehen, was noch dahinter steckt, denn das ist wirklich etwas, was ich, glaube ich, so in meinem Video auch noch nie gesagt oder gezeigt habe. Deswegen, wir schauen uns erstmal an, wie Jesus reagierte in Matthäus 8 ab Vers 10. Da heißt es, als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Ja, der Herr musste also nur ein Wort sprechen, wie der Hauptmann auch geglaubt hat. Und so wurde diese Person, die gelähmt war, auch wieder geheilt und gesund. Aber Jesus, wie wir hier lesen, hat sich verwundert über diesen großen Glauben des Hauptmanns. Und das war nicht nur die Tatsache, dass er eben so einen großen Glauben hatte, dass er ihn als Herr bezeichnet und wusste, dass Jesus nur ein Wort sprechen musste, um diesen Mann zu heilen, sondern es geht in der Tat auch um die Autorität. Denn was dahinter steckt, schauen wir uns in den Versen 5 und 9 nochmal an. Da heißt es, oder der Mann sagt, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe aber auch Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, dann tun ihr das, habt ihr ja gesehen, und zu meinem Knecht tu das, so tut er es. Also dieser Mann ist selbst ein Knecht, und zwar ein Knecht seines Vorgesetzten, der ihm wieder aber Autorität verliehen hat, damit er wieder Knechte unter sich hat. Und er sagte ja hier in Vers 5, denn auch ich bin ein Mensch, also er hat sich mit Jesus verglichen, denn auch ich, so wie du, habe Knechte unter mir und aber auch bin einem Übergesetzten, einem Vorgesetzten untertan sozusagen. Das heißt, er hat erkannt, okay, Jesus hat so viel Vollmacht, dass er mit einem Wort nur Menschen heilen kann, aber diese Vollmacht wurde ihm gegeben, so wie dieser Hauptmann ebenfalls Vollmacht bekommen hat über seine Knechte wiederum. Irgendjemand steht immer über einem, außer eben über dem himmlischen Vater. Und genau darum ging es und das hat dieser Hauptmann erkannt und deswegen hat sich Jesus so verwundert, dass er genau wusste, oh, der Mann kommt nicht nur sozusagen in seiner eigenen Autorität, sondern er weiß, er hat die Autorität nur, weil sie ihm verliehen worden ist, so wie Jesus die Autorität von seinem Vater bekommen hat, über sehr viel, wie wir noch sehen werden. Und wenn es um die Knechte geht, wir lesen hier, dieser Hauptmann hatte Knechte unter sich und verglich sich mit Jesus, denn auch Jesus hat eben Knechte
die er unter sich hat, und das sind wir. Schauen wir uns mal einige Apostel an und wie sie sich vorstellten in den ersten Versen. Römer 1, Vers 1, Jakobus 1, Vers 1, 2. Petrus 1, Vers 1, Judas 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, Judas, Knecht Jesu Christi. Alle diese Apostel waren also erstmal in ihrer Vorstellung Knechte und haben sich dementsprechend auch vorgestellt, was sie eigentlich sind. Apostel, berufene Knechte und so weiter und so fort. Und wir sehen also, so wie eben der Hauptmann Knechte unter sich hatte, sollte auch Jesus unter sich Knechte, wie eben Paulus, Judas und so weiter. Aber weil eben der Hauptmann ein Knecht war und jemanden über sich hatte, würde das ja bedeuten, im Endeffekt war der Hauptmann ein Knecht, dann müsste auch Jesus ein Knecht sein. Vielleicht ein Knecht Gottes? Nein, das kann nicht sein, aber so ist es. Denn in Apostelgeschichte 3, Vers 13 und in Kapitel 4, Vers 27 heißt es, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, also der Gott unserer Väter, hat seinem Knecht Jesus verherrlicht. Ja, wahrlich, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du, nämlich der Vater, gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel sogar. Das eigene Volk ist sogar gegen den Messias vorgegangen. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass Jesus auch als Knecht bezeichnet wird. Er wurde eins, ich meine nicht umsonst heißt es im zweiten Buch Mose, dass auch Israel als Sohn Gottes bezeichnet wird. Und der Sohn Gottes hat sich eins gemacht mit seinem Volk und ist ebenfalls, wie es auch heißt, nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, zu denen wir als Christen ja gehören. Und so wie also wir Knechte sind, so ist auch Jesus wiederum ein Knecht Gottes des Vaters. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze, oder wie Jesus sich vorgestellt hat. Wir haben ja vorhin gesehen in den ersten Versen, wie sich die anderen Apostel vorgestellt haben, Römer 1, Vers 1, Paulus und so weiter. Schauen wir mal in Offenbarung 1, Vers 1, denn da heißt es Offenbarung Jesu Christi. Es ist also nicht die Offenbarung des Johannes, wie es immer heißt. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, also der Vater, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinen Knecht Johannes gesandt. Also auch Johannes, einer der zwei Endzeitpropheten, wie ich ja glaube, wie ich an der Serie das Buch der Offenbarung deutlich gemacht habe. Und auch er ein Knecht Gottes. Und hier sehen wir also, dass die Offenbarung Jesu Christi gegeben wurde, und zwar vom Vater. Und Jesu Christi hat es weitergegeben an die Engel und sie haben es dem Knecht Johannes offenbart, damit er es wiederum für uns offenbaren kann, für die Knechte des Herrn. Hier haben wir also eigentlich alles in einem Vers, Offenbarung 1, Vers 1. Der Vater, Gott, ist über Jesus, weil der gibt, ist höher als der bekommt. Und wir lesen hier auch, wir sind Knechte und auch Johannes wiederum, ein Knecht Gottes. Und wir lesen auch jetzt gleich weiter, Gott, der Vater, hat Jesus nicht nur hier die Offenbarung gegeben, sondern laut Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das nenne ich mal viel Macht, nämlich alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber was lesen wir? Ihm wurde diese Macht gegeben. Ähnlich wie der Hauptmann, seine Autorität, ihm wurde das gegeben von seinem Vorgesetzten. Die Autorität, die Jesus hat über Himmel und Erde, über den Tod, über alles. Das hat er vom Vater bekommen. Es ist eben ein gutes Beispiel und das hat der Herr auf jeden Fall sehr verwundert, dass der Hauptmann dies erkannte, praktisch die Autorität in der Gottheit, das haben ja einige Christen heute nicht verstanden, für die ja es keine Autorität gibt, für die ist Jesus gleichzusetzen mit dem Vater, obwohl Jesus zum Vater gebetet hat und der Vater würde niemals zu jemandem beten, weil alle Gebete richten sich zu Gott, dem Vater. Wir schauen uns mal an, und zwar, wenn es hier um die Knechte geht, dann heißt es aber auch
in Johannes 13, Vers 16 und in Kapitel 15, Vers 20. Wahrlich, ich sage euch, sagte Jesus, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, und hier wiederholt er die Worte, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das heißt, Jesus, der Knecht Gottes, hat sich mit uns, den Knechten des Herrn wiederum, auch eins gemacht, sodass er verfolgt wurde und auch wir verfolgt werden, besonders natürlich in der Drangsal, aber das geschah schon vor 2000 Jahren. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, dass der Knecht, in dem Fall Jesus, nicht größer sein kann als sein Herr, der Vater. So wie auch der Hauptmann ein Knecht war seines Vorgesetzten und nicht größer war als sein Vorgesetzter. Und wir lesen ja hier auch, dass der Gesandte nicht größer ist, als der ihn gesandt hat. Also wer hat Jesus gesandt? Denn derjenige, der Jesus gesandt hat, muss ja dann größer sein als Jesus. Wir schauen direkt ein Kapitel vorher schon in Johannes 12, nämlich da heißt es ab Vers 44, Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Der Gesandte ist nicht größer als derjenige, der ihn gesandt hat. Das heißt, Jesus ist nicht größer als derjenige, der Vater, der ihn gesandt hat. Eigentlich nicht so schwer, aber man hat ja im Christentum leider auch durch die Dreieinigkeitslehre, da gibt es ja viele Versionen, eine Philosophie draus gemacht, aber gut, am Ende kommt eh die Wahrheit ans Licht, wie wir wissen. Und hier lesen wir sogar, dass Jesus ein Gebot bekommen hat, nämlich, dass er das sagen soll, was er vom Vater hört. Das ist ein Gebot. Und deswegen, er tut ja den Willen des Vaters. Nicht der Vater tut den Willen des Sohnes. Das gibt es nicht auf Erden, das gibt es nicht im Himmel, sondern der Vater ist sozusagen derjenige, der Jesus die Wege weist. Wir schauen weiter, wenn es also hier heißt, größer und kleiner. Wie ist das dann in der Autorität? Was sagte Jesus noch weiter in Johannes Kapitel 10, Kapitel 14 und in Kapitel 20? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, nämlich das Volk, die Schafe, ist größer als alle. Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus hatte und hat also einen Gott, unseren Gott, nämlich den Vater im Himmel. Und da kann man sich die Frage stellen, Jesus hat einen Gott, also den Vater. Hat jetzt der Vater einen Gott, zu dem er betet? Nein, denn er ist der Allerhöchste. Deswegen wird Jesus als der Sohn des Allerhöchsten bezeichnet, des Allerhöchsten, des Vaters im Himmel. Um die Autorität nochmal zu verdeutlichen, schauen wir uns mal einen Vers dazu an, den ich, glaube ich, auch noch nicht dazu gebraucht habe eigentlich. Und zwar ist es ja auch in Markus 10, Vers 40, da sagte Jesus, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Zu Rechten und zu Linken des Sohnes Gottes zu sitzen, liegt also nicht in der Autorität von Jesus. Das steht ihm nicht zu, also steht es dem Vater zu. Und einen letzten Vers, den wir uns diesbezüglich noch anschauen wollen. Wir haben ja gelesen vom Hauptmann, der so einen großen Glauben hat, dass er erkannte, dass Jesus Vollmacht hat, aber diese Vollmacht selbst bekommen hat, so wie der Hauptmann Vollmacht hat über seine Knechte, aber verliehen von seinem Vorgesetzten. So heißt es auch im 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, wie der Hauptmann, dass Christus zwar das Haupt jedes Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, Gott aber, und zwar der Vater, das Haupt des Christus. Und wer ist das Haupt von Gott, dem Vater? Niemand. Gott ist der Haupt aller Häupter, wenn man so will. Und der Hauptmann hatte einen großen Glauben, dass er das erkannte, was viele Christen nicht erkennen, nämlich, dass es eine Autorität gibt. Jesus ist größer als Gott. Der Vater ist größer als alle, was mit einschließt, dass er größer ist als Jesus. Und deswegen beten wir auch im Namen von Jesus zum himmlischen Vater. Ja, das waren also die Gottesknechte, die wir Christen sind, beziehungsweise der Gottesknecht prophezeit im Buch Jesaja, nämlich Jesus Christus.
Und das war der große Glaube des Hauptmanns von Kapernaum, der erkannte, wie es mit Autorität in der Gottheit vonstatten geht. Und er hatte einen großen Glauben und ich bete, bitte und hoffe, dass viele Christen das ebenfalls erkennen, denn in dieser Geschichte, in diesen paar Versen sehen wir also, dass einiges wir daraus ziehen können. Das waren die Gottesknechte, der große Glaube des Hauptmanns von Kapernaum und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, auch über das Gottesbild, und zwar, wenn der Herr zurückkommt. In diesem Sinne, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Shalom.